Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ey, was machst du? Ich wollte ja jetzt dramaturgisch passig die Tür aufmachen. Ach so. Dann kannst du hinter mir schließen, danke. So, heute wird weitergebaut. Bau, 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 bau. Mathilde muss aber zu Fuß gehen. Ja, Mathilde muss ein Stück weit zu Fuß gehen. Und Mathilde hofft, dass ihr Moped jetzt nicht total kaputt ist, wenn sie da angekommen ist. Ich gucke mal. War doch hier irgendwo in der Ecke, ne? Ja, irgendwo da in einem Stacheldraht ist es hängen geblieben. Uns muss Mathilde weit laufen. Ja, ich sehe es. Ich schwöre, ich habe einen Zombie gehört, aber egal. Okay, man kann sich. Deine Reifen sind fast kaputt, ja. Okay, die Reifen nur. Okay. Ich würde die Fallen einfach zerhacken und dann wird das Ding. Nee, das wird nichts. Ich nehme das einfach auseinander und baue es daneben nochmal auf. Zack, ist frei. Ist frei? Ja. Erste Mal. Nö, kann ich fahren. Das hatte ich schon ein paar Mal gehabt, irgendwie, so blöd, dass ich in der Falle hängen geblieben bin. Ich habe das eine Mal ja auch gehabt, also. Deswegen, also wenn ich in der Falle hing, hat es eigentlich nie was gebracht, die Falle zu zerhacken. Darum ist nicht verkehrt, wenn da die Falle mal kaputt geht. Richtig. So. Dann bauen wir das mal wieder auf. Irgendwo da oben. Batterie. Der Motor wurde auch repariert. Hi, wie geht's dir? Einkaufskorb ist alles dran. Jo, jetzt können wir weiterfahren. Tut, tut. Wenn man natürlich so schlau ist und nachgetankt hat. Ohne Benzin fährt sowas nirgendwo hin. Klar, mit Spucke. Solange niemand das Fahrtcar wirklich erfindet, das mit Pupskraft fortfährt. Das war bei South Park, ne? Nee, nicht bei South Park, das war, keine Ahnung, das war irgend so ein YouTube-Spot, da hat jemand das Fahrtcar designt, sag ich einfach mal. Nein, oder dafür so bei Chef. South Park gab's, ja, das war dieses Einrad. Dildo-Einrad. Genau, mit dem Anal-Dildo. Genau. Und wo du gleichzeitig halt blasen und dich von hinten penetrieren lassen durftest. Da ist irgendwo ein Reh. Oh, danke fürs Verscheuchen. Bitte, bitte. Ich will doch den großen Einsturz heute haben. Ach ja, der große Einsturz. Noch nicht machen. Ja, du kannst mir gerne beim großen Einsturz helfen, wenn du möchtest. Nö, ich will nur zusehen. Ja, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, wann der Einsturz stattfindet, ne? Also toll, ich, die Zuschauer wollen es sehen. Also ich kann versuchen, das so ein bisschen zu timen. Ich kann gebe mein Bestes. Ich versuche Bescheid zu geben, wenn ich glaube, dass es soweit ist, okay? Mhm. Hallo, Kack! Geht doch. Muss ich denn erst immer fluchen? So. Totes Vieh, gutes Vieh. Ach so, ich habe keinen Korb. Richtig. Darum sieht man so komisch aus. Na gut. Also wie gesagt, ich werde versuchen, den Einsturz in zwei Schritten zu machen, nicht auf einmal. In zwei Schritten. Ja. Oh, wie soll denn hier ein großer Einsturz stattfinden? Hm? Erstmal muss ich ein bisschen weiter hoch. Ach, hier liegt noch mehr von dem, was wir einstürzen lassen haben. Ja, ja. Das ist auch nur diese Feldspalte, die du kaputt machst, oder was? Die... Ja, das ist die Umrandung, sag ich mal.
Ich mache erst die eine Seite, dann die andere. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen weiter nach oben, sonst kriege ich die beiden Teile nicht voneinander getrennt. Ach so, ist doch kein Ding. Ich sag dann schon Bescheid, wenn ich kurz davor bin. Geh du erstmal hoch zu deinem Bergturm. Ja, ich gehe ja schon. Nee, weil du... Ich möchte nur nicht, dass du hier länger als nötig wartest. Ich dachte, das wäre ein riesiger Felsen, den du da kaputt machst. Hast du mich so gehypt? So getriggert? Oh. Möp, möp. Oh, gehst du weiter? Ja, ich hab den großen Klotz hier natürlich schon ordentlich dezimiert, ne? Muss man vielleicht auch an der Stelle sagen. Ist das nicht schön? Wieder auf der Baustelle. Ach komm, wir können hier einfach nochmal außen lang. Zack, zack. Ja, nicht vollkommen untätig. Machst du hier mal einen Pelzklopper irgendwie von mir? Ich dachte, der wäre größer. Ich habe am einen gedanklich einfach größer vorgestellt. Ich habe da nur meine eigenen Erwartungen waren nicht befriedigt. Ist ja alles okay. Ja, da hätte ich damit wahrscheinlich einfach eher loslegen müssen, das so abzutrennen. Ja. Dann wäre das größer gewesen. Das wäre dann richtig bombastisch, aber... Ich möchte ja da auch die Gefahr für mich ein Stück weit minimieren. Alles gut. Adladadlü. Buddeln, juhu! Möchtest du denn trotzdem bei dem Einsturz dabei sein? Nee, natürlich! Hey! Das Publikum will Action! Ich will auch Action. Oh, der kleine Heinrich will Action! Ja, Action! Action. Ich arbeite hier schwer auf dem Bau, da will ich ja Unterhaltung haben. Ah. Soll ich versuchen, das so zu vorzubereiten, dass die beide schnell einstützen können? Oder? Ja, aber ich kann dir danach noch ein bisschen helfen und kloppen. Okay. Bereite das soweitgehend vor und dann gucken wir uns das an. Nee, du müsstest ja am besten ein bisschen weiter wegstehen, damit man auch den Einsturz wirklich genießen kann. Ja, dann gucke ich mir aus der Entfernung an. Alles kein Ding. Thank you.
Oh, Level 79. Hurra! So, Fundament steht. Und das ist schon irgendwie 4 tief oder so. So, jetzt muss ich mir nur einen Punkt ausmalen, wo ich denn hinbuddeln sollte. Ich glaube, wir machen den hier gerade. Damit ich dann zur Not in deine Richtung schon rauskomme. Das kann ich aber nachts buddeln. Das ist schon mal gar nicht unpraktisch. Dann wird das der Eingang. Da muss jetzt ich ganz klopfe tief ich lieber von außen. Brauchen wir mal Holzleitern, glaube ich. Ich glaube, die nächste Nacht übernachte ich hier. Ja, ich muss mal gucken, wie weit ich dann bin, aber also wahrscheinlich werde ich es auch bei mir mal versuchen. Ich fahre vielleicht nach Hause, hol was zu futtern und dann... Ich aber... Achso, die nächste Nacht. Ich dachte gerade an die nächste blutrote Nacht. Nee, nächste Nacht meine ich. Ich glaube, hier brauche ich gar nicht graben. Das ist hier schöne Rampe. Jo, dann Moppel packen wir mal um. Moppeli. Oh nein, nicht schon wieder, nein, ah, fuck you. Ach, Heinrich. Ah, das war zu tief, ah, hier ist so steil, ah. Scheiße. Ach, kacke, ey. Ich hab mir das ja nicht ohne Grund hier ausgesucht, so. Ah, du kannst dich auch demnächst schon mal auf den Weg zu mir machen, weil der Einsturz steht. Ja, jetzt... Relativ kurz bevor. Jetzt, wo ich wieder graben wollte. So. Ja, jetzt, wo du wieder graben wolltest. Jetzt fahren wir mal links rum, weil da vorne runter ist einfach zu tief. Wohl fahren ist eher hopsen hier. Ah, hier ist eine Mutti, die will mitgucken. Komm mit, Mutti. Hat es dir eine Hupe gegeben? Nee, nur nicht. Möp, möp. Nee, ist verlicht. Chat. Blablabla. Was tust du? Ich versuche gerade die Hupe. Ich, ich sehe gerade das. Ja, ich wollte eigentlich hier noch die eigene Mutti mitnehmen, aber... Ich hab da hier eine Hupe, verdammt. Nee, hier steige ich ab. Oh, doch hier. Möp, möp. Komm her, Mutti. Hast du Hupe gefunden? X. Ah, X war's. Komm. Wir wollen gucken. Hab dich nämlich nicht hupen gehört. So. Hier sind ja Bäume im Weg. Hörst mich nicht? Ich sehe dich. Ja, jetzt höre ich dich. Klingt super. Okay. So, unterhalte mich. Okay, meine Damen und Herren. Sie werden nun Zeuge werden, wie ich hier die letzten Füße wegnehme. Erst hier ein kleiner Einsturz und dann werden wir hier zu diesem größeren übergehen. Wir sind gespannt, was daraus wird. Meine Damen und Herren, drücken Sie die Daumen. Zombie-Horde. Och Mensch, ernsthaft? Aber mach mal, vielleicht rennen die ja zusammen. Nee, die rennen zu dir. Okay. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Show, bis diese Zombies erledigt wurden. Zeit für Schrotflinte! Ah, ich muss da Wert noch steigern. Ach ja, Wert steigern. Machete! Machete! Aber ich nehme die Schroten nämlich hier für die Fette hier. Level 10, juhu! Machete! Ey, die wollte ich gerade. Achtung, nicht die dicke nehmen. Aha,
Arm abgeschlagen. Oh, oh mein Gott, ich verblute. Ah! Ich bin infiziert. Ah! Was machst du? Machete. So, jetzt keine Munition mehr. Bleib liegen. Verehrte Zombies, ihr habt meine Show ruiniert. Aua. Wir wollten alle zugucken. Fette Kuh. Geh weg. Mann ey. Oh, das war doch eine Party. Ah. So. Habt ihr was zu essen mitgebracht? Nee, Schuhe, scheiße. Die wollte ich doch gar nicht. Aus. Auch keine Schuhe. Ach, Compoundbogen brauche ich auch nicht. Ja, zumindest den Bauplan brauche ich nicht mehr. Aber mit der Schrotflinte mal ein bisschen rumballern hat Spaß gemacht. Soll ich dir was abnehmen? Willst du was in mein Moped packen? Oh ja, ich pack gleich was in dein Moped. Meins hat da kein Körbchen. Meins hat eins. Wo ist denn... Ah, hier liegt hier überall noch der Müll. Vom Einsturz. Ja, ich hab schon ein bisschen was weggeräumt. Also, können wir jetzt hier... Wo ist der Moped? Ja, da rechts. Also, da so. Genau, die Wand lang. Ja, ich will mich nur kurz entledigen und dann kann's gleich losgehen. Ja, the show must go on! Ja, die Leute warten ja auch schon gespannt. Ich beeil mich, ja. Ich bin fertig so. Ich mache hier das noch und dann komme ich. Ja, ich komme. Unterhalte uns. Also, ja, Ladies und Gentlemen, meine Damen und Herren, wir wurden leider unterbrochen. Ich schwinge jetzt keine großen Reden mehr. Ich fange jetzt an zu kloppen. Ein Sturz, ein Sturz, ein Sturz, ein Sturz. Dieser große Block auf der linken Seite ruht nur noch auf zwei oder so. Ich glaube nur noch auf eine. Zwei oder so. Nur noch einer. Achtung, er müsste eigentlich gleich krachen. Yeah, krachte. Easy peasy zusammen. Ah toll, kann ich ja wieder Gerümpel wegräumen. So. So, meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen. Kann ich ja näher kommen. Wir haben soeben den ersten Einsturz erlebt. Wir werden nun zum zweiten kommen. Dann hacke ich hier mal mit. Huch, hier ist ja noch Lehm. Die unteren brauchst du nicht. Für einen Einsturz reichen die oberen vollkommen. Ja. Aha. Achtung! Ja, wir warten. Hurra! Einsturz! Yay! Yeah. Einsturz! Yay! Yeah. Toll, jetzt muss ich Gerümpel wegräumen. Ja, da helfe ich dir jetzt nicht bei. Es ist mir klar, dass du mir dabei nicht hilfst. Das Publikum fährt glücklich davon. So, liebes Dunnel. Publikum, wenn ihr wollt, lasst doch mal... Was meinst du? Entschuldigung. So. Ich bin ein Clown. Diese Hupe hat mich gerade einfach ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, also wenn ihr Kommentare, Eindrücke von dem Einsturz hinterlegen wollt, bitte, bitte in die Kommentare damit. Hat er euch gefallen? Wollt ihr mehr von solchen Dingen sehen? Ja, sagt es uns. Mehr Einstürze. Wo packe ich? Ich räume jetzt hier auf, bevor ich meine Bergfestung baue. Ja, räum mal auf hier, verdammt. Alter, was ist denn das hier für eine Sprache? So ein unordentlicher Arbeitsplatz, Bauplatz. Und warum wächst hier ein Baum? Hier soll kein Baum wachsen. Das habe ich nicht geordert. Weg. Das ist ein Nest.
Da ist ja auch ein Nest. Nester, Nester, Nester. Ah, ich versuche die... Ach, hier ist ja meine Basis. Die ist schon wieder so gestrüppt, was schon wieder nachwächst. So. Okay, das wäre meine Grundverteidigungsfläche. Gut, Knut. Ich überlege gerade, ich habe 3 oder 4 tief gebuddelt, ne? Das heißt, dann gehen wir mal... Gewächter. Ich glaube, hier ist gut. 1, 2, 3, 4. Oh, komm. Nimm mal 4. Nein, vergraben. Das scheiße aus. Na gut, ich kann es ja mit Erde wieder auffüllen. Reicht euch. Das machen wir erstmal bis hier. Könnte natürlich auch hier voll das Gesicht reinschlagen. Das wäre eigentlich ganz cool. Mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Kannst so du auch einfach Frames draußen ranmachen. Das ist langweilig. Nein, so einen Totenschädel da sozusagen als Relief rausarbeiten und in den Augen sind dann Fackeln oder so. Ja, warum nicht? Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das irgendwann angehen. Irgendwann. Aber danke für eure Meinung. Nee, ich würde es dann auch wirklich angehen. Da müsste ich dann halt so ein bisschen gucken. Vielleicht auch tatsächlich, dass ich das mit Frames vorher abstecke. Weil ich glaube, das würde echt ganz cool aussehen, wenn da so voll der fette Totenschädel hier so oben prangen würde. Genügend Platz hätte ich ja dafür. Dachte ich mir gerade so, wo ich jetzt anfange, hier gestalterisch langsam tätig zu werden. Geile Idee eigentlich, so mit so einem in Häkchen eingravierten Totenschädel. Macht auf jeden Fall was her, ja. So wie mein Kreuz. Ja. Was eigentlich jetzt nicht so gewollt war, aber... So, bis da hoch. Ja, Leute, es ergibt tatsächlich einen Sinn, was ich hier mache. Vielleicht erkennt ihr ihn noch nicht, aber ich habe schon eine Idee. Was machst du denn da? ja, Dinge. Dinge? Was Dinge. Für Dinge? Definiere die Dinge. Dinge. Für Holzleitern? Möchte ich auf jeden Fall noch durch Metallleiter. Uhuhu.
Jetzt könnte ich wahrscheinlich sogar echt die Nacht hier verbringen. Ey. Ja, ich mach das einfach. Ich vergrab mich einfach in die Erde. Das ist da. Oh, ich habe aus Versehen einen Steinblock kaputt gehauen. Das wollte. Also. Zack. Kannst da bleiben. So, kleiner Schutzbalkon. Kaputt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, oh! Ja, nicht wundern, ich rede manchmal so ein bisschen mit mir selber, vor allem wenn ich irgendwie sowas baue. Das hilft mir manchmal so ein bisschen, um meine Gedanken zu sortieren. Sollst du auch mit dem Publikum reden? Das ja. Ist ja. Wir wollen ja unterhalten werden. Ja, ich habe nur manchmal den Eindruck, dass meine Gedankengänge irgendwie, wenn ich das so vor mich hin murmel, nicht immer ganz klar verständlich sind. Ich glaube, das ist auch normal. Ich habe das Gefühl zwar, ich grabe zu viel, aber für ihn macht's Spaß. Schätze graben ist langweiliger. Ja, weil man nicht weiß, wie lange muss ich graben, wann komme ich irgendwo an. Und hier hast du ja ein klares Ziel vor Augen. Wahrscheinlich liegt's daran. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon dank der Horde vorhin Schrot Level 10, also der Schrotflinte. Die versuche ich ja ein bisschen weiter aufzubauen, weil ich will mich ja hier für den Nahkampf spezialisieren. Da ist eine Schrotflinte für mehrere Gegner und halt mein Mr. Base für ja einzelne Gegner eigentlich ganz praktisch. Finde ich zumindest. Okay. So, hier wird ein Endstück. Und hier kommen dann auch noch Stacheln. Ja, ich werde mir dann auch zur Nacht ein bisschen was hierher holen. Wo ich glaube ich jetzt doch glaube ich noch tiefer buddeln soll. Die Zombies sollen noch da reinlaufen. Verdammt. Buddel doch noch tiefer. Nee, jetzt habe ich ja schon Cobblestone reingelegt. Dann zerhack sie. Nein. Nee, die blutrote Nacht werde ich hier noch nicht verbringen. Das werde ich so schnell nicht Verteidigungs. Nee, ich hier auch nicht. Ich wollte jetzt hier so probehalber mal so eine Wand bauen, wie ich es mir vorstelle. Und das. Wie breit sind diese Rotoren gewesen? Zwei oder drei Felder? Ich glaube drei Felder. Ein Feld in der Mitte und drei in der Breite dann halt so. Drei in der Breite? Also vier Felder insgesamt. Nee, eins in der Mitte und rechts und links jeweils eins. Ich meine, drei Felder sind das. Aber ich leg dafür meine Hand nicht ins Feuer, dass das stimmt. Haben wir noch einen zu Hause umgebaut? Müsstest du nachschauen. Ansonsten können wir auch zusammen nach Hause fahren, dann baue ich noch mal schnell eins. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ja, ich will sie halt nur so ranlegen und gucken, ob das so ungefähr passt. Ich habe jetzt auch eine Idee, dass ich... Dann fahr ich schon mal vor nach Hause. Ja. So,
wo hatte ich mein Moped? Da hatte ich mein Moped. Ich hoffe, das fahre ich jetzt nicht schon wieder irgendwo rein. Weil eigentlich war das so geplant, dass sie hier so gerade hochlaufen und dann halt reinfallen. Aber da ich ja die Frames zu hoch gesetzt habe, werde ich dann einfach noch hier drauf eine Rampe bauen, damit sie reinfallen. Mhm. Und dann mache ich halt nochmal eins, ja, eins breiter. Und dann... Wie viele Ressourcen brauchst du für so eine? Boah, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Muss ich gucken. Ich gucken. Dann gucke mal. Also ich fahre, hol mir so ein paar Sachen, die ich hier brauche, dass ich da die Nacht überlebe. Ja, genau. Dann komme ich auch. Irgendwie zwei Wildbret-Eintöpfe sollten da massig reichen. Ja, das glaube ich auch. Das nehme ich auch mit. Weil eigentlich reicht mir ja ein Wildbret-Eintopf pro Tag. Ja. Ich werde mir da einfach eine Kiste hinstellen, damit ich ein bisschen Nahrung habe. Und dann, würde ich auch sagen, machen wir wieder einen Break. Ja. Und ja, dann sehen wir uns bei Tag 34 wieder auf der Baustelle. Und ja, ansonsten kommentieren, liken, abonnieren. Und sagt mir, ob ihr eine Totenkopfratze in meinem Berg sehen möchtet. Ich will ein Smiley. Hä? Ich will ein Smiley. Ein Smiley. Ich möchte aber lieber eine Totenkopfmaske, weil das, da könnte ich tatsächlich meinen Eingang optisch mit reinarbeiten oder so. Lassen wir das Publikum entscheiden. Lassen wir das Publikum. Für was seid ihr? Smiley oder Totenkopf? Smiley oder Totenkopf? Ab in die Kommentare. Ansonsten. Ohne eine Abstimmung fange ich nicht damit an. Also wenigstens eine Person muss sich äußern, sonst fängt Mathilde nicht mit der Gestaltung der Wand an. Ja. Mal gucken. Bam, bam, bam. Aber sobald auch nur einer sagt, er möchte das oder das haben, würde ich damit anfangen. Okay. Nur für euch. Dann mache ich mir einen zweiten Account und sage Penis. So, bevor es hier noch perverser wird, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.